Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin auch Medium. Ich biete auch Beratungen an, so wie diese Aufnahme ist auch eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Meine Klientin heißt Etai Sira. Etai Sira ist die mediale Name. Liebe Etai Sira, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Natürlich ist das eine minimale Bewegung, aber in Hunderten und Tausenden Jahren ist es auch spürbar. Und die indischen Astrologen sowie die Astronomen auch berücksichtigen diese Präzision. Also die Berechnung ist anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen, andere Berechnung, andere Ergebnis. Also nicht wundern, dass Aszendent, Sonne, Mond und die Planeten anderes platzieren im Horoskop. Dafür ist aber präzis. Und ich fange schon an. Die Geburtsmoment, die erste Atemzug, dieser Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont aufgestiegen. Und das ist dein Aszendent. Das Leben bleibt aber nicht stehen, sondern es ist ein Fluss, das Fluss des Lebens. Und wir bewegen uns auch. Also dieser Geburtsmoment bleibt nicht so stehen, sondern du machst Lebenserfahrungen. Und wir können das in 7 Jahren Perioden auch beschreiben. Das geht immer voran. Und alle 7 Jahren gibt ein Wechsel, einen anderen Boden, wo wir uns bewegen. Und ich habe das berechnet bei dir. Du bist gerade in diesem Steinbock-Periode. Das heißt, das ist deine Lebensumstände gerade und das prägt sich momentan in dein Alltag, die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben Ziele und sie lassen sich nicht aus diesem Ziel ablenken, sondern sie konzentrieren auf diesem Ziel und egal wie steinig dieser Weg ist, sie erreichen ihre Ziele. Und sie wissen auch, dass sie bekommen das nicht als Geschenk von Leben, sondern manchmal muss das hart erarbeiten, manchmal ist dieser Weg steinig. Aber sie haben die Ausdauer und sie geben das nicht auf. Und das, was gerade bei dir auch los ist, das ist gerade keine einfache Zeit für dich. Dieser Weg kann auch mal steinig sein, aber wichtig ist, dass du Ziele hast und dass du das nicht aufgibst und bleibst in Kraft, das zum Erreichen. Und natürlich, das ist momentan die Aufgabe und du wirst einiges aufarbeiten. Jetzt zurück zum Aszendent. Wie ich schon sagte, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ich könnte sagen, die ersten Atemzug ist
Die Tierkreis zeichnen Fischen in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, was dich begrüßt hat in diesem Erdenleben. Und damit hast du diesen Umhang oder Kostüm. Und das ist dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Was vermittelt die Tierkreiszeichen Fische? Natürlich sehr viel Feingefühl. Und auch die romantische Seite, diese verträumte Fischen. Und das ist deine Ausstrahlung und so bist in deiner Umgebung auch wahrgenommen. Kreativ, intuitiv, spirituell veranlagt, hilfsbereit, liebevoll, ein bisschen verträumt, manchmal chaotisch. Bei diesem Tierkreiszeichen Fischen sollen wir aber etwas beachten. Es sind nämlich zwei Fischen. So wie im Himmel, diesem Sternbild, besteht auch aus zwei Fischen. Astronomisch nennt man das den südlichen Fisch und nördlichen Fisch. Die beiden Fischen sind miteinander verbunden. Alpberg ist dieser Stern, was die zwei Fischen miteinander verbindet, wie ein Nabelschnur. Die Richtung ist aber anderes. Was ist wichtig hier zum Wissen? Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle, auch die Intuition und Inspiration und Träume. Diese Wahrnehmung gehört auch dazu. Also das spielt sich alles im Gefühlsebenen ab. Im Gefühlsebenen. Und das sind diese zwei Richtungen, was hier prägt in Tierkreiszeichen Fischen und es ist grundsätzlich mal eine andere Einstellung, einen anderen Gefühlszustand. Und es ist sehr, sehr wichtig zu betonen, weil die eine Richtung zeigt die Reichtum. Hier in diese eine Richtung ist die Reichtum und damit meine ich auch die inneren Reichtum verborgen. Das sind die Geheimnisse des Tierkreiszeichen Fischen. Das kannst du so vorstellen. Das Leben wie ein Ozean, das ist Wasserelement, das ist der Gefühlszustand, wie ein Ozean. Herrscht auch Poseidon, des Gottes Meeres, über die Tierkreiszeichen Fischen. Und ein Fisch kann schwimmen. Ein Fisch fühlt sich wohl im Ozean. Ein Fisch fühlt sich wohl im Wasser, weil das entspricht ihrem Element. Und vertraut auch, was könnte passieren. Und dieses Urvertrauen, dieser Gefühlszustand, dass es gar nichts passieren kann, weil das Wasser trägt einen. Und ein Fisch kann nun mal schwimmen. Und dann die großartige Glaube, diese Einheit, das ist die Stärke, die Fischen geborenen. Wenn aber eine Fischergeborenen versucht zu behaupten als Fisch, ich kann nicht schwimmen, ich habe Angst vom Wasser, ich versinke hier, und viele Fischengeborenen haben diese Einstellung. Sie haben Angst von ihren Gefühlen. Sie haben Angst von Leben. Und sie haben immer das Gefühl, die Wellen sind immer größer, die Ängste sind mehr. Und dann brauchen sie ein Rettungsboot. Das hat überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man einen Fisch von Wasser retten? Und warum behauptet man, man kann nicht schwimmen? Natürlich, das ist jetzt symbolisch gemeint, aber nur zum Verstehen, warum ist wichtig, in die richtige Richtung dieser Gefühlszustand, diese Wahrnehmung. Weil das ist die ganze Geheimnisse. Und damit schließt die 12 Tierkreiszeichen. Und hier
ist die Quelle. Und das möchte ich dir auch empfehlen. Bleib in diesem Vertrauen. Vertraue des Fluss des Lebens. Vertraue dir selbst. Glaube an dir selbst. Dann kommt das Göttliche dazu. Natürlich immer ist wichtig, die höheren Bewusstsein, damit bewusst zu sein, dass wir ein Teil von der göttlichen Schöpfung sind. Und die Verbindung ist da. Die Liebe kennt doch keine Grenzen. Also dieses Vertrauen, wenn du zu diesem Vertrauen kommst, dann schwimmt alles auf dich zu mit Leichtigkeit. Dann spürst du es auch. Und dann kommst du zu deiner Seele, kommst zu deiner Quelle. Und das ist die Intuition. Also die Träume, diese Wahrnehmung und daran zum Glauben, das ist wichtig für uns allen, aber besonders für die Fischengeborenen, weil daran liegt die Stärke, die Fischengeborenen. Es ist auch sehr wichtig für dich, weil das ist deine karmische Lernaufgabe. Was ist überhaupt eine Karma? Oder wie verstehe ich Karma? Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und diese Seele ist unsterblich. Und wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper. Verlässt die Seele Materie, verlässt die Seele diesem Planet Erde und kehrt zum Gott zurück. Und dann blickt zurück auf diesem Erdenleben, lässt Revue passieren und das ganze Leben spielt sich wieder ab wie ein Film. Und die Seele schaut es nochmal an. Natürlich ist Gott auch dabei. Und wenn die Seele dann sagen kann, es hat sich gelohnt zum Leben. Ich war glücklich. Ich fühle mich so frei. Ich habe Aufgaben gehabt. Ich habe viel gelernt. Fehler dürfen wir machen. Das ist nicht das Problem. Sondern glücklich zu sein. Befreit zu sein. Dann haben wir von Karma befreit, weil die Seele kann endlich aufatmen und sagen, ich bin so glücklich, ich fühle mich frei. Natürlich kommt die göttliche Gerechtigkeit dazu, das müssen wir immer ausgleichen. Wenn noch da Aufgabe besteht, müssen wir zurück. Aber wenn die Seele sagt, ich würde das jetzt anderes machen, Gott bestraft uns nicht. Gott ist großzügig und gibt uns die Chance, das Wiederholen. Und die Seele macht die Seelenreise und kehrt zurück auf die Erde und macht es nochmal besser zu machen. Und das zeigt diese Mondknoten. Die absteigende Mondknoten oder wie die indischen Astrologen sagen, Ketu, dieser Drachenschwanz, ist die alte Karma, alten karmischen Erfahrungen, vielleicht sogar mehreren Leben. Und dann gibt es eine neue Richtung, was uns befreit, glücklich macht. So schließt sich der Kreis, so fühlen wir dann vollständig. Das ist der karmische Weg, was uns befreit von alten Belastungen. Und wir lernen einiges dazu. Und das ist die aufsteigende Mondknoten, was die indischen Astrologen als Rahu nennen oder Drachenkopf. Und genau hier im Tierkreiszeichen Fischen hast du diesen Drachenkopf. Das ist der Weg, was dich befreit. Das ist dieses Vertrauen. Das ist die Tierkreiszeichen Fischen. In diesem Bereich ist ein Mondhaus. Was sind diese Mondhäuser? Dazu erzähle ich gerne die mythologische Geschichte. Der Mond nach indischer Mythologie ist ein Mann und verliebt sich in eine junge, hübsche Dame und möchte diese junge Dame heiraten und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm,
Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du sollst ihre Schwester auch heiraten und sie hat 27 Geschwister, das heißt insgesamt 27 Geschwister und der Mond heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und so macht die Reise. Jeden Tag eine andere Frau. Und das ist die Tagesbewegung des Mondes. Und jede von seinen Frauen verkörpert anderen Eigenschaften. Natürlich kommt die Einflüsse von Sternen ganz klar. Und wo dein Aszendent befindet, und so bist du auch wahrgenommen, das ist dein Geburt, das ist dein Geburtsmoment, befindet sich in ein Mondhaus, was Purva Bhadra nennen die indischen Astrologen und bedeutet Wandlung. Und hier in diesem Mondhaus herrscht Pegasus. Pegasus ist die geflügelten Pferd und bestrahlt dieses Mondhaus Markab. Und diesem Stern Markab befindet sich in diesem Pegasus, in diesem geflügelten Pferd. Und das bedeutet die Sattel dieses Pferdes. Und für dich persönlich heißt es, nimm selbst die Sattel in die Hand und bring das in Ordnung, dein Leben in Ordnung. Das ist wie ein innerer Ritter, kämpft gegen den Bösen und befreit von dem Bösen und befreit auch von Einflüssen von außen, aber befreit sich auch von Angst. Und dieses Mondhaus bedeutet noch etwas. Das ist der innere Tempel. Tempel die Freiheit, Tempel den Glück und Tempel die Liebe. Natürlich brauchen wir diesen inneren Tempel, weil unsere Seele wohnt auch in unserem Inneren. Und das sollen wir schön gestalten. Und wenn wir meditieren und nach innen schauen, das sollen wir auch wohlfühlen. Dieses Sternbild Pegasus ist ganz bekannt von der griechischen Mythologie auch. Und das bedeutet symbolisch, von Angst zu befreien. Dazu ist die Geschichte. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prallte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste überhaupt. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen waren natürlich beleidigt und haben sich beschwert bei Poseidon. Poseidon ist der Gott des Meeres. Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch zu diesem Königreich, diese prahlende Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch ist dann angekommen und dachte, nun gut, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir befiehlt? Ich mache, was ich will. Also folgte nicht das, was Poseidon ihm gesagt hat. Und dieser Walfisch nahm diese schöne Königstochter und fesselte in Felsen. Andromeda wurde gefesselt. Und Andromeda hat Angst gehabt. In die Nähe war Medusa. Medusa war die furchterregende mit ihren Schlangenhaare. Und die Sage hat erzählt, jeder, der Medusa erblickt hat, hat Angst bekommen. Und war wie ein Stein, so fühlte sich auch Andromeda. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda mit seinem Schwert. Und Perseus
tötete mit diesem Schwert auch Medusa. Und Medusa hatte ein Kind gehabt. Und nachdem Perseus Medusa getötet hat, wurde dieses Kind befreit. Und dieses Kind ist nichts anderes als Pegasus, wurde endlich befreit von dem Mutterleib und hat seine Flügel bekommen. Und diesem Pferd, Pegasus, könnte auch fliegen. Das war ein Pferd mit Flügel. Und diese Geschichte erzählt die Befreiung Andromeda, Befreiung von Bösen und Befreiung von Angst. Und dieses Schwert Perseus, das erinnert mich immer an dem Lichtschwert von Erzengel Michael, trennt auch die Angst. Und das ist auch die Beschreibung, vielleicht ist gut zum Wissen, weil das wirkt auf dein Leben, so ist dein Leben bekommen, so beginnen, so ist dein Leben begonnen. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zum dein Lebensende. Also wirkt auf dein Schicksal, wirkt auf dein Leben. Zurück noch zu diesem Mondknoten, dieser Rahu, was du lernst, dein Weg, was dich befreit, in Tierkreis zeichnen, Fischen. Das hilft dir, befreit zu sein von Angst, von diesem Fessel, und glücklich zu sein, im richtigen Weg zu sein. Und dieser Mondknoten, dieser aufsteigende Mondknoten, befindet sich auch in Tierkreiszeichen Fischen, so wie dein Aszendent auch in Tierkreiszeichen Fischen ist, aber befindet sich in einem anderen Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Revati. Das ist deine karmische Lernaufgabe, dein karmischen Weg. Dieser Mondhaus, Revati, eine von den Frauen des Mondes, bringt alle Prozesse zum guten Abschluss. Diese Frau war die lieblichste von allen Schwestern und zeigt auch die Richtung, Richtung für die Tierkreiszeichen Fischen. Das ist die Vorstellungskraft. Ein Traum, eine Vision. Dann kommt die Überzeugungskraft dazu, dass man das nicht aufgeben soll. Dann das Vertrauen, Vertrauen des Flusses des Lebens. Und ein großartiger Glauben dazu, Glauben daran. Und dann loslassen und geschehen lassen. Und in diesem Vertrauen bleiben, Vertrauen des Flusses des Lebens. Dein Sonne. Dein Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion. Und das bedeutet, gehörst auch zum sogenannten Grenzgänger. Du kennst beide Seiten. Du kannst über deine Grenzen gehen. Und genau so bist vertraut mit dem Tierkreiszeichen Waage. Das ist die Schönheitssinn, die Kreativität, die Ruhe, die inneren Ruhe und das Frieden und die Gerechtigkeit Sinn und auch die Leichtigkeit. Und dann kennst du auch Skorpion, weil damit bist du auch vertraut. Und das ist das inneren Kraft für die alchemistischen Prozesse in unserem Leben. Ich liebe dieses Wort, weil das kann ich überbringen, unserem Leben, unserem Gefühlen, unserem seelischen Zustand. Was sind diese alchemistischen Prozesse? Die Alchemisten haben versucht, haben auch getan, sie haben die Metallen veredelt. Mit dem Ziel, Gold zu gewinnen. Und das war immer ein Prozess der Verbesserung. Und genauso spiegelt es auch in unserem seelischen Bereich, in unserem Leben auch.
Wir sollen unseren Gefühlen veredeln. Wir sollen unseren Charakterzüge veredeln, ein edelen Mensch zu sein. Das geht vielleicht nicht von einem Tag auf anderen. Das ist ein Prozess. Aber wir befinden uns in diesem alchemistischen Prozesse mit dem Ziel, Gold zu gewinnen. Und die Gold hat schon eine Bedeutung, weil als Edelmetall ist zur Sonne zugeordnet. Und die Sonne symbolisiert unserem Selbst. Und die Sonne hat nochmal eine Bedeutung. Astromedizinisch ist zugeordnet zu unserem Herz. Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Und so verstehen wir das alles. Unserem Herz ist wichtig, unserem Herzensangelegenheit, auch diese Herzenswärme und Begeisterung und natürlich auch diese Prozesse ins Licht zu kommen. Aber wie kommen wir zum Licht, wenn wir einen edlen Charakterzügen haben und zu uns selbst zu stehen, unserem Selbst im Glanz zu bringen, nicht ein Glauben, Glauben an uns selbst und Glauben an Gott. Und diese Prozesse, das ist die Stärke, die Skorpiongeborenen, weil die Skorpiongeborenen kennen diese ganze Wandlung. Das ist die Transformation. Und wenn die Skorpion geboren haben, dieses Gefühl dazu und können alles verändern in ihrem Leben, daran liegt die ganze Magie. Und das macht die Skorpion geborenen sehr geheimnisvoll. Und daran liegt die innere Kraft. Das ist hier im Skorpion verborgen. Dieser Mondhaus, wo dein Sonne befindet, heißt Vishakha. Das ist auch eine von den Frauen des Mondes. Diese Vishakha ist eine Göttin des Krieges, des Feuers. Das ist aber nicht Krieg zu führen oder aggressiv sein, sondern die Behauptung. Vishakha kann sich behaupten im Leben, weil brennt alles hinter sich, was sie stört. Ich könnte auch sagen, loslassen. Hier in diesem Mondhaus, in diesem indischen Astrologie wird es mit Feuer verbunden, verbrennen alles, was in unserem Leben stört. Aber ich könnte das auch so beschreiben, alles loslassen, was im Weg steht, was unserem Leben stört, was uns Kraft raubt. Das kann Gewohnheiten sein, das kann auch Gefühle sein wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das blockiert uns auch. Das kann auch ein Gegenstand sein, was wir gar nicht mögen, aber wir wollen davon nicht trennen. Oder kann auch Menschen sein, die unserem Kraft, unserem Zeit raubt, weil dann fühlen wir uns ausgenützt. Also das ist diese Göttin, das Verlangen, alles hinter sich lassen, was im Weg stellt. Und daran liegt die Kraft dieser Göttin und das ist auch ihre Durchsetzungskraft. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Du brauchst Ordnung in deinen Gefühlen, Ordnung in dein Leben. Und etwas bereinigen, das ist schon die Reinigungsprozesse, die Jungfrau und diese Ordnungsliebe und wieder die Gerechtigkeit Sinn der Jungfrau. Dieser Mondhaus, wo dieser Mond befindet, heißt Uttara Palguna und es bedeutet, alles was du einpflanzt oder was du aussehst, trägt Ernte. Also das bedeutet die Ernte, das trägt Früchte. Und dieser Mondhaus befindet sich im Grenzbereich, weil dein Mond befindet sich auch im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, wie der Grenzgänger. Du hast von beiden etwas,
auch von die Löwe, auch von Jungfrau. Das beschreibt aber deinen Gefühlszustand, deinen Gefühlen. Und das zeigt auch in diesem Mondhaus von beiden etwas. Die schöpferische Kraft, die Löwen und die kluge, überlegende, bescheidene Jungfrau. Und das geht natürlich eine Mischung. Und wenn du das verbinden kannst und hörst auch auf deine Intuition, auf deinen Gefühle, dann gehen auch deine Wünsche zum Erfüllung, weil das trägt Früchte. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, wie ich schon sagte, im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion, befindet sich im Horoskop ein Lebensbereich, das Ausland. Und das könnte bedeuten, dass du liebst reisen. Das könnte auch bedeuten, dass du mal im Ausland Lebenserfahrungen machst oder hast die Sehnsucht nach großen Reisen, nach Auslandsreisen. Also Ausland spielt auf jeden Fall eine große Rolle in deinem Leben. Diese Reise bedeutet auch inneren Reise, Lebenserfahrungen machen, weise zu sein, die höheren Wissen zum Erlangen, das Leben, wie das Leben funktioniert, das zu verstehen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau, auch im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, und es befindet sich im Bereich Partnerschaft. Also dein Gefühl sagt auch, dass für dich oder für dein Leben ist wichtig, der Partner oder der Partnerschaft, und du hast diese Verlangen danach, in eine schöne Partnerschaft zum Leben. Und so kommt dein Leben in Ordnung. Dann kommt auch Jungfrau, dann kommt auch die Ordnung. Dein Mond in diesem Bereich Partnerschaft steht in einer Verbindung zum Jupiter. Eine sehr schöne Verbindung. Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau und Jupiter in Tierkreiszeichen Steinbock. Jungfrau gehört zum Erdeelement und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, ein fester Boden unter den Füßen. Du brauchst dieses Gefühl. Und Steinbock gehört auch zum Erdeelement. Ziele setzen und das umsetzen im Tat. Egal wie lange das dauert, also geduldig, da zum Verwirklichen. Also beide Tierkreiszeichen gehören zum Erdeelement und stehen in Verbindung. Das heißt, Jupiter und Mond steht in Verbindung und diese Verbindung ist sehr schön harmonisch und prägt sich die Erdeelement. Bei Jupiter-Energie handelt es sich um Glück, Glück im Leben, eine optimistische Haltung, Lebensfreude zu haben, etwas vermehren, vergrößern, Gewinn zu machen. Aber Jupiter bedeutet auch die Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit Sinn. Und es steht in Harmonie zu deinen Gefühlen. Und wenn du das vertraust, dann hast auch mehr Glück in dein Leben und vor allem die Erdeelement verspricht, deine Wünsche werden wahr, das kannst du umsetzen im Tat. Und weil Mond im Partnerschaftshaus liegt, also das kann auch Glück sein in die Liebe Partnerschaft. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Merkur steht bei dir in Tierkreiszeichen Waage und zeigt, wie drückst du dich auch im Leben. Immer harmonisch, ja, niemand verletzen, schönen Worten benutzen, das ist die Kunst der Sprache. Aber du neigst dazu, dass du ja niemand verletzt. Natürlich, es ist wunderschön, diese Sprache zu benutzen
und schön ausdrücken und diese Feinfühligkeit zu dieser Sprache, aber du neigst dazu, alle recht zu machen. Es fällt dir sehr schwer, Nein zu sagen, weil dann kommen die Gefühle dazu, dann hast du das Gefühl, vielleicht verletzt du den anderen oder die andere ist verletzt, beleidigt, dann gibst du eher nach, damit du zum anderen Gefallen tun, dass diese Harmonie erhalten bleibt, in die Kommunikation, dass ja kein Streit gibt, und gibst lieber nach. Und dann manchmal stoßt du in deine eigenen Grenzen. In dieser Merkur, dieser Planet Merkur im Waage, befindet sich in einem Lebensbereich im Horoskop, was wir als Wandlung nennen. Sind wir wieder in alchemistischen Prozessen, diese Wandlung, diese Veränderung. Du kannst diese wunderschöne Merkur-Energie, die Kunst des Sprache, natürlich dazu nützen, dass du schöne, harmonische, liebevolle Kontakte hast in deiner Umgebung. Kannst auch dazu nützen, Vorträge zu halten oder ein Buch zu schreiben. Das ist schon die Kunst daran. Aber lass alles los, wo du nur dafür benutzt, an alle anderen recht zu machen, und du selbst fühlst du dich aber verletzt. Und das ist diese Wandlung, das Einordnen, was ist richtig, was ist nicht gut, und trifft dann auch kluge Entscheidungen. Und dein Gefühl hilft dir dabei, weil dein Gefühl symbolisiert Mond und Mond befindet sich in Tierkreis, einer Jungfrau, und die Jungfrau kann das einordnen. Wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen, wann sollst du sprechen, wann sollst du eher schweigen. Also die Jungfrau trennt Spreu von Weizen und dieser Jungfrau Mond hilft dir bei der Sprache. Und das kannst du dann nützen, wenn du auf deine Intuition vertraust. Vertrau auf dein Gefühl. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und ein Bereich der Wandlung, die Veränderung, dieser alchemistischen Prozess, was du im Sprachkunst natürlich auch erlebst oder lernst. Dieser Mondhaus, wo Merkur befindet, dieser Mondhaus heißt Vishaka. Das ist schon auch der Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion, obwohl dein Merkur noch im Waage ist. Und hier in diesem Mondhaus herrscht diese Göttin des Krieges des Feuers, was ich vorher auch erwähnt habe. Das ist diese Wandlung. Wir haben Vishaka schon mal besprochen bei der indischen Astrologie oder Mythologie. Das ist die Göttin des Krieges, des Feuers, und es bedeutet auch die inneren Feuer. Es heißt nicht Krieg zu führen, sondern das bedeutet alles verbrennen, was im Weg steht. Weil wenn das man nicht tut, dann fühlt man die inneren Feuer und die inneren Feuer ist nichts anderes als Wut. Dann kochst von Wut. Das ist das inneren Feuer. Und diese Vishaka, diese Göttin des Feuers, zeigt auch, wie wir damit umgehen sollen, an unserem inneren Kraft zu bleiben. Ich könnte nochmal das so beschreiben, alles loslassen. Und das ist jetzt die Merkur-Energie und hier handelt es sich um die Kontakte und um die Gespräche. Wenn dich das nervt, dass du mit jemandem ständig telefonieren solltest oder Fragen beantworten oder jemand hält dich auf und braucht dir einen Rat oder will, dass du zuhörst und du möchtest höflich sein. Natürlich willst du höflich sein, weil Merkur im Waage ist. Also dann machst du das und hörst zu und hörst zu und der andere textet dich voll und dann
ist es deine Zeit und deine Kraft, kann passieren, dass dich das wütend macht. Und dann hast du diese inneren Feuer. Und da besteht die, auch eine Lernaufgabe, eine Wandlung, das Loslassen, das hier Grenzen setzt und klar sagst, ich habe heute keine Zeit. Oder wenn jemand oft was erzählt, dann kannst du sagen, das hast du einmal gesagt, ich habe das verstanden, du musst das nicht 10-mal sagen. Also achte auf deine Kraft, weil das ist Zeit und Kraft. Jetzt kommt die Liebesplanet Venus. Die Liebesplanet Venus ist die weibliche Kraft. Das ist nichts anderes als Aphrodite in griechischer Mythologie. Venus befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist der höchste Punkt dein Horoskopes. Wenn ich über Horoskope spreche, ich vergleiche das sehr gerne mit einem Baum. Und dieser Baum hat eine Wurzel, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, das ist die Basis, das ist das Fundament. Das kann die Familie sein, die Herkunft, die Traditionen oder etwas, was uns Ruhe gibt, unserem Zuhause, wo wir die Ruhe und Ruhe finden und es gibt uns natürlich auch die Kraft. Da fühlen wir uns angekommen, verankert, verwurzelt. Und wenn das stabil ist, auf diese Stabilität kann man bauen, dann wächst dieser Baum, dann dehnt sich das aus. Und dieser Baum hat auch eine Krone. Das ist dann der Höhepunkt deines Lebens. Das ist die Anerkennung, das Ansehen, das Höchste, was du erreichen kannst. Und genau in diesem höchsten Punkt steht Venus im Schütze. Und das ist deine Weiblichkeit, deine weibliche Energie. Du als Frau und im Schütze natürlich die Beweglichkeit, die Begeisterung und auch Reisen. Und steht auch oft mit Ausland in Verbindung. Kann natürlich ein Hinweis sein, dass du deine große Liebe im Ausland findest oder dort im Reise kennenlernst. In diesem Bereich, in Tierkreiszeichen Schütze, wo dein Venus steht, ist der indische Mondhaus, heißt Purvashada und bedeutet Wurzel, Zentrum. Auf welchem Zentrum sprechen die indischen Astrologen? Das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Weil genau in diese Richtung zeigt die Tierkreiszeichen Schütze. Und deswegen beschreibt auch dieser Mondhaus die Zentrum. Und da ist deine weibliche Kraft, das ist dein Zentrum. Und in diesem Zentrum stehen die Wünsche. Die Wünsche, aber auch eine Lernaufgabe wieder konzentriert auf diesen Wunsch. Konzentriert zu sein auf diesen Wunsch. Nicht aufgeben, nicht ablenken lassen, sondern das ist die Zentrum. Und diese Richtung zeigt dein Venus, deine weibliche Kraft, deine weibliche Energie, dich als Frau. Aber Venus zeigt auch Schönheit, Kreativität. Oft ist der Weg die Berufung in diese Richtung. Und dieses Zentrum zeigt auch der Wunsch. Und wenn dieser Wunsch, wenn wir daran glauben und auf die Richtung konzentrieren, bedeutet auch übersetzt dieser Mondhaus Wurzel. Das spiegelt auch etwas für den tiefsten Punkt des Horoskopes, wo die Wurzel auch liegt. Dann sind wir da wirklich verwurzelt. Oder das gibt uns diese Sicherheit und Stabilität. Also konzentriere auf deine Wünsche. Setz das als Ziel. Weil wenn unerfüllte Wünsche erlebst, das kann die Ursache dann sein für deine Unzufriedenheit, eventuell die Ursache sein für Erkrankungen. Also leb deinen Wunsch, deine Vorstellungskraft ohne Grenzen. Da zeigt diese Energie
Da liegt die Kraft, das ist die Energiezentrum. Mars. Mars ist die männliche Energie. Und wir Frauen haben auch diese männliche Energie. Mars gibt uns Mut. Mars gibt uns Kraft, etwas in Bewegung setzen. Oder Kraft und Mut zu haben, uns behaupten, uns durchbeißen im Leben. Das ist Mars-Energie. Astromedizinisch ist Mars zugeordnet zum Muskulatur und im Blutbildung für die Eisenbildung. Also das ist die Energie eigentlich, was alles in Bewegung setzt. Mars brauchen wir auch, wenn wir Sport treiben. Dein Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Diese Mars-Energie haben wir Frauen auch, bei dir liegt das im Löwen. Und die Tierkreiszeichen Löwe zeigt auch die Zentrum. Setz deine Kraft ein für das Wesentliche, für deine Ziele oder deine Wünsche und gib es nicht auf. Dann spür die innere Kraft und bleib in diesem Vertrauen. Dieser Mondhaus, wo Mars befindet, heißt Purva Palguna. Und dieser Mondhaus bedeutet die Energie auf die Werte lenken, die Energie auf dem Wesentlichen lenken und es praktisch konkret dann etwas gestalten. Das ist die Gestaltung dann. In diesem Mondhaus sind Themen wie himmlischen Feuer. Dieser himmlischen Feuer ist die Begeisterung. Das ist die Geist. Das ist unsere Ideen, was uns begeistert. Aber das ist noch nicht die Tat. Das ist nicht die Erde. Das ist der Geist, das himmlische Feuer. Und wir sollen das auf dem Erde übertragen. Das heißt, die Ideen umsetzen in Tat. Und da setzt du deine Kraft ein. Und dann kommt etwas in Bewegung, dann verspüren wir die Vitalität und Stärke, dann können wir die Dinge auf den Punkt zu bringen. Also da ist wieder eine Wandlung. Mars befindet sich in dein Horoskop, jetzt muss ich die Horoskop hier mal schauen, in Bereich, ein Grenzbereich, also die Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist im Grenzbereich die Kinder und den Alltag. Und das ist dir wichtig, deine Kraft da einzusetzen. Deine eigenen Kinder natürlich, bedeutet aber diesen Bereich den Kinder nicht nur die eigenen Kinder, sondern bedeutet auch das eigene Kindheit, oft muss auch da auch einiges aufarbeiten und bedeutet auch das innere Kind. Weil wir sollen diesem inneren Kind auch mal streicheln. Immer wieder mal sagen, ah, du bist so wunderbar, du hast das so schön gemacht, ich bin ganz stolz auf dich. Wir sollen uns selbst auch loben. Und das stärkt uns innerlich. Also in diesem Bereich wirkt auch deine Energie, deine Kraft, das ist die Kinder, aber solltest auch dein inneren Kind auch leben. Und diesem Bereich bedeutet auch mal Kind zu sein im Leben. Das heißt nicht kindisch zu sein, sondern mal Kind zu sein. Befreit sein, mal spielerisch nehmen etwas. Lernen, spielerisch etwas gestalten. Stell dir vor, dein Leben ist ein Theater. Und du gestaltest alles. Du wählst die Bühne aus, du dekorierst es. Dann schreibst du den Drehbuch, dann wählst du die Schauspieler aus, dann wählst du die Kostüme aus. Und du spielst die Hauptrolle in dein Theater,
das ist das Leben. Und das mal so spielerisch betrachten. Nicht immer alles ernst zu nehmen. Natürlich sollen wir Verantwortung übernehmen oder haben wir auch Verpflichtungen. Und es gibt auch Härte in unserem Leben, wo wir behaupten müssen oder kommt mal eine Tragödie. Natürlich ist es nicht immer einfach, aber das vereinfacht unserem Leben, wenn wir diese Einstellung haben. Ein bisschen mehr Leichtigkeit. Setz da in diese Richtung deine Energie ein. Sei mal ein Kind befreit. Die Kinder beobachten, wie spielen sie im Spielplatz. Die denken nicht nach Sorgen nach. Die sprechen auch nicht über ihren Sorgen und Problemen. Und wenn sie mal die Kopf einschlagen, nächsten Moment lachen sie miteinander. Dann spielen sie fröhlich weiter. Also da liegt die Kraft in dieser Richtung, Thema Kinder, aber nicht nur, sondern auch dein Alltag. Dein Alltag, deine Pflichten, wie du deinen Alltag bewältigst und dazu gehört auch die Gesundheit. Und diese Mars-Energie zeigt auch die Lebenskraft. Und natürlich bei Gesundheit, wenn hier im Mars wirkt, natürlich auch die Bewegung, Sport und Bewegung hilft bei Heilung. Also Mars wirkt in beiden Lebensbereichen. Jetzt noch zurück zum Merkur-Energie. Merkur ist der Planet, die Kommunikation, in Tierkreiszeichen Waage, wo ich auch gesagt habe, da gibt es auch eine gewisse Transformation, dass du das in Sprache bringst, was du sagen willst. Und wenn das mal ein klares Nein ist, darfst du auch erlauben. Und das ist deine Lernaufgabe, weil Saturn bestrahlt diese Merkur-Energie. Aber sehr schön, also da kommt eine gewisse Unterstützung von Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal, Planet der Karma und auch unserem großen Lehrmeister. Also Saturn erteilt dir hier eine Lernaufgabe. All das, was du sagen willst, sagt es auch. Du musst die Worte nicht verschlucken, also drück dich klar und deutlich aus. Auch wenn du natürlich Rücksicht nimmst auf anderen, das ist wunderbar, dass du das feinfühlig ausdrückst, wie eine Waage das auch macht. Ein Waage Merkur drückt sich schön aus und achtet darauf, dass der andere nicht verletzt wird, aber verletzt dich selbst auch nicht. Und wenn das angebracht ist, dann sagst deine Meinung und wenn das angebracht ist, sag mal ein klares Nein und setz Grenzen und da liegt diese Lernaufgabe. Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten und das ist die alte Karma. Die Karma habe ich erklärt, wie ich Karma verstehe. Das ist die alte Karma, die, was wir erlebt haben in früheren Leben, diese Lebenserfahrungen. Das ist vielleicht nicht nur ein Leben, sondern mehreren Leben. Das wird zugeordnet zu einem Tierkreiszeichen. Und das bedeutet, da haben wir schon Erfahrungen gemacht, da kennen wir uns aus und da fühlen wir uns selbstsicher. Und bei dir steht diese alte Karma, die alten karmischen Erfahrungen in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das ist schon die kluge Jungfrau. Auch die Gerechtigkeitssinn, auch die Ordnungsliebe, auch die Bedürfnis, alles bereinigen und klären und natürlich auch das bescheidene Jungfrau und auch die kluge Jungfrau. Da kennst du dich aus. Die Richtung, was du lernst, das ist die Tierkreiszeichen Fischen. Übergehen in dieses Wasserelement, Vertrauen, das Fluss des Lebens, das habe ich schon erwähnt. Und diese Jungfrau und dein alter Karma liegt ein Lebensbereich Partnerschaft. Das heißt,
Du hast die Lebenserfahrungen gemacht in früheren Leben, im Ehe, in Partnerschaft. Und als Jungfrau war das alles sauber, alles in Ordnung. Und was du aber etwas nachverlässig hast in diesem früheren Leben, das ist dein Selbst. Also die Neigung war da, immer für anderen da zu sein, dass alles funktioniert, dass es Ordnung ist. Du hast die Ordnung gehalten in die Familie und die Ehe. Und hier in diesem Ehehaus steht dein Mond, das möchtest du nochmal erleben, in einer Partnerschaft zu leben, aber anderes. Anderes, zwar dein Selbstverwirklichung in die Ehe. Eine Ehe kann auch befreien. Also eine Ehe ist eine Bindung und das soll nicht so sein, dass wir unterordnen auf die Ehepartner oder auf diese Ehe oder dass man ausnützt, gefühlt oder mit Verpflichtungen, sondern eine Ehe soll glücklich sein und soll uns befreien. Und genau das ist die Richtung. Also dein Selbstverwirklichung, dann dein Selbst zu entdecken, zu dir selbst stehen, dein Selbst stärken und im Vertrauen bleiben, dass deine Wünsche zum Erfüllung gehen. Und dann die Ehe leben, die Partnerschaft leben, aber in der gleichen Augenhöhe. Geben und nehmen und das in vollkommener Harmonie. Und ein Partner kann die anderen groß machen, befreien. Und das ist eine wunderbare Erfahrung auch im Leben, wenn man das sagen darf. Ja, ich habe eine glückliche Ehe. Und das sind diese Handlungen. Und genau hier, wo dein absteigender Mondknoten im Jungfrau steht, in die Ehe fällt, in die Partnerschaft, ist dieser Mondhaus, heißt Hasta. Und dieser Mondhaus heißt übersetzt Handlungen. Handlungen. Und dieser Mondhaus wird bestrahlt von Windermiatrix. Und dieser Windermiatrix wirkt auf dein Mondhaus, wirkt auf deinen karmischen Themen, wirkt auf deine Partnerschaft. Und diese Windermiatrix bedeutet Lebensfreude. In der griechischen Mythologie ist diese Windermiatrix ist die Weinleserin und steht in Verbindung mit Weingott Dionysos und schenkt Lebensfreude wie ein Fest. Und das sollst du erleben, die Partnerschaft wie ein Fest in dein Leben, dieses Glück zum Erleben. Und das bedeutet Lebensfreude. Und dieser Mondhaus bedeutet noch etwas, Lebensfreude, die richtigen Handlungen, viele Freunde zu haben. Die Lammaufgabe ist, selbst zu leben, aber in Verbindung zum anderen, Partner, Freundschaften und erkennen das Böse und das bekämpfen oder davon befreien. Dieser Böse ist nicht unbedingt ein böser Mensch, sondern dieser Böse in unserem Leben oft unseren eigenen Gefühlen, wie Angst. Angst in Partnerschaft einzugehen zum Beispiel. Oder Zweifel, Zweifel daran. Oder Schuldgefühl, schuldig zu fühlen, weil du nicht das machst, was die andere von dir verlangst. Aber lieb auch dich selbst. Und dann kannst du auch diese Liebe geben. Saturn, mein Lieblingsplanet, Saturn. Saturn, in der griechischen Mythologie Kronos, der Gott der Zeit. Bestimmt auch die richtigen Zeitpunkte in unserem Leben und lenkt unserem Schicksal. Das bedeutet, wenn wir diese Seelenreise machen und kehren wir zurück auf die Erde,
Wir haben einen Plan. Und dieser Plan ist nichts anderes wie die Geburtshoroskop. Aber die Seele kennt auch diesen Plan auch. Und das ist unsere Intuition. Also es ist immer klug, intuitiv handeln, nach unserem Gefühl handeln im Leben. Und die Seele kennt diesen Plan, es gibt diesen göttlichen Plan. Natürlich, die Seele sucht das auch aus. Und unserem Gott, unserem großzügigen Gott, gibt uns die absolute Freiheit. Die absolute Freiheit, unserem Leben so zu gestalten, wie wir das wollen. Natürlich läuft das nicht immer so, weil gibt es Einflüsse von Familie, Einflüsse von Schule, Einflüsse von Gesellschaft. Also es sind schon Beschränkungen da, aber in diesen seelischen Ebenen. Wir können unserem Leben so gestalten, wie wir das möchten. Da haben wir die absolute Freiheit. Und wir halten nicht immer auf diesem Plan, was eigentlich der richtige Weg ist. Das wäre den goldenen Weg. Sondern wir machen immer wieder Umwege. Manchmal sind wir sogar in einer Sackgasse, wo wir das Gefühl haben, jetzt geht's aber nichts mehr voran. Und es gibt ein Planet, und es ist nichts anderes als Saturn, der das korrigiert. Das ist der Planet der Schicksal, der Hüter, das Buch des Lebens, der Akasha-Chronik, kennt alle einzelnen Schicksalswege, kennt alle Pläne. Und Saturn kann erkennen, sind wir im richtigen Weg oder sind wir von diesem Weg abgelenkt geworden oder sind wir in einer Sackgasse und hilft uns. Dieser Saturn-Einfluss ist nicht immer angenehm, ist auch oft Lernaufgabe dabei, aber der lenkt uns zurück zu unserem Schicksalsweg, zurück zu diesem goldenen Weg. Und das ist richtig so. Und dein Saturn, also der Planet der Schicksal, der Planet der Karma, gleicht auch karmisch was aus. Und der große Lehrmeister, er möchte, dass unsere Seele befreit ist, befreit von Karma und dass wir im richtigen Lebensweg uns befinden. Dieser Saturn befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Löwe. Im Bereich der Alltag, den Alltag zu meistern. Und da hast du die Lernaufgabe. Diesem Bereich der Alltag, die Pflichten nachzugehen, den Alltag zu meistern, hat auch einen Bezug zum Arbeit, zum beruflichen Situation und auch zum Gesundheit. Hängt auch zusammen, weil wenn wir krank sind, können wir auch nicht arbeiten. Und dieses Mondhaus, was hier wirkt, in diesem Bereich, wo Saturn befindet, heißt Purva Palguna und das bedeutet Vitalität, Bewegung, Dinge auf den Punkt zu bringen. Wieder die Alchemie, das Licht des Himmels auf die Erde zu bringen. Dieses Mondhaus haben wir mal gehabt. Das bedeutet, die Licht des Himmels, die Ideen, was wir haben, das Geist, die unsere Vorstellungskraft auf die Erde zu bringen. Aber dieser Lichtbringer bedeutet natürlich auch Klarheit und das Göttliche. Welche Verbindungen stehen in dein Horoskop? Deine Sonne in Tierkreiszeichen Jungfrau steht sehr gut in Verbindung zu deinem Aszendent. Das symbolisiert deine Geburt, auch du als Kind. Das ist dein Geburtsmoment und dieser Aszendent wirkt aber nicht nur in Kindheit, sondern dieser Aszendent begleitet dich bis zum Lebensende. Und damit bringst du etwas im Ausdruck, das ist dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen. Und da wird
natürlich sehr schön bestrahlt von der Sonne. Das heißt, du stehst ins Licht, du glänzt, du bist wahrgenommen. Die Sonne bestrahlt dein Aszendent, dein Auftreten. Dazu kommt noch das Innere. Das ist genauso wichtig, weil wir haben ein Energiefeld und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und es besteht aus Denken und Fühlen. Und es ist klug, da mal nachzudenken, wie wichtig das ist, weil das beeinflusst unserem Energiefeld. Und diesem Energiefeld, was wir haben, man nennt es auch Aura, hat eine Funktion. Das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen, was besagt, alles, was wir aussenden, ziehen wir auch an. Gleiche zieht Gleiche an. Also es lohnt sich, wenn wir schon hier bei Auftreten und Ausstrahlung sprechen, noch die Aura auch noch berücksichtigen. Das heißt, immer positiv denken, angstfrei leben. Menschen, die immer mit Problemen sich beschäftigen und Angst haben, die haben keine Ausstrahlung. Sie fühlen sich bedrückt. Die Farbe ist auch so grau. Sie möchten am liebsten verstecken. Und dann gibt es Menschen, die optimistisch sind. Sie haben Lebensfreude und Pläne und sind voll im Vertrauen und angstfrei leben. Die dehnen sich aus, die strahlen wie die Sonne. Und das ist diese Ausstrahlung, was von uns selbst kommt. Und dann natürlich kommen die kosmischen Einflüsse dazu. Dann kommt es in Harmonie, im Einklang. Dein eigenes Energiefeld, diese Aura, diese Ausstrahlung, kommt in Verbindung zu diesem Aszendent. Das sind die kosmischen Einflüsse. Und die beiden kommen dann in Harmonie. Und astrologisch hast du eine wunderschöne Energiefeld von dem Sternen, weil da steht die Tierkreiszeichen Skorpion, die Tierkreiszeichen, ich glaube vorher habe ich Jungfrau gesagt, Entschuldigung, Sonne im Skorpion, ja, ich möchte das mal richtig stellen, Sonne im Skorpion und dein Aszendent im Fischen, also zwei Wasserelement, das ist eine harmonische Verbindung, also du hast diese Energiefeld von bekommen in dein Geburt, das ist dein Aussehen, dein Auftreten, wie du wahrgenommen bist und wenn von deinem Inneren auch noch diese Energiefeld noch dazu kommt, dann natürlich ändert sich auch das Leben, weil das ist deine Ausstrahlung, dein Auftreten, so bist wahrgenommen. Und mit diesem Energiefeld ziehst du andere Menschen an, anderen Lebenssituationen und so kommt die Qualität im Leben. Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau steht eine wunderbare Verbindung zum Jupiter. Das ist deinen Gefühlen, dein Gerechtigkeitssinn, dein Glück im Leben. Auch diese optimistische Haltung oder ich könnte sagen, du bist ein Aufstehmensch. Also das Schicksal, das Leben bietet dir immer wieder Chancen an und das ist schon dein Glück. Also Jupiter begünstigt dich und bringt Glück in dein Leben. Mars. Das ist die männliche Liebesplanet, aber auch die Kraft uns durchsetzen. Und Venus, das ist die weibliche Liebesplanet, steht auch eine wunderschöne Verbindung. Mars im Löwe, das ist Feuerelement. Venus im Schütze ist auch Feuerelement. Und die beiden, Mars und Venus, stehen in eine wunderschöne harmonische Verbindung. Das heißt, du hast die Auftreten, du bist wahrgenommen. Du kannst deinen Gefühlen leben und du hast Glück in die Liebe, Partnerschaft. Neptun ist in griechischer Mythologie nichts anderes als der Gott des Meeres und vermittelt unseren Visionen, unsere Träume, unseren Visionen. Das ist Inspiration. Und diese Neptun steht in Verbindung zum Ketu, dieser absteigende Mondknoten, das ist die alte Karma, und zeigt vieles aus, deine Kreativität, deine künstlerische Begabung.
deine Träume, deine Visionen. Das kannst du auch sehr schön ausmalen. Also glaube daran. Natürlich, Neptun kann auch ein Hinweis sein zum Enttäuschungen. Das ist wie benebelt ein bisschen, diese Neptun-Energie. Natürlich kann das ein Hinweis sein, noch, dass du in die alten Karma Enttäuschungen erlebt hast. Und mit diesen Erinnerungen ist dein Leben begonnen, auch wie du beschrieben hast, schon schwere Kindheit. Also weiterhin diese Enttäuschungen, also Neptun kann auch in dieser Richtung was zeigen, aber das sollen wir loslassen. Und die positive Seite Neptuns erleben, das sind die Träume, die Märchen, die Fantasie, diese Bildsprache, das kannst du leben. Und wenn du das umsetzt auf deine Sprachbegabung, dann kannst du wunderbar auch Bücher schreiben. Welche Einflüsse hast du in die nächste Zeit, weil die Planeten bleiben nicht stehen, sondern die bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Die Sonne wirkt zurzeit in deine Gesundheit. Du brauchst da Heilung. Du sollst die Lebenskraft und die Lebensenergie verspüren. Mars ist der Kraft, was alles in Bewegung setzt, kann auch eine männliche Person sein. Und dieser Mars wirkt bei dir zurzeit Ziele setzen, im Kraft in eine Richtung einsetzen, dann für dich einsetzen für die Gerechtigkeit, aktiv zu sein, zum Beispiel in einer Gruppe wie Sportverein oder eine Partei. Oder Treffen mit Menschen, die gleichgesinnt sind, was dich interessiert. Merkur bedeutet jetzt Gespräch. Merkur ist die Planet, die Termine, Handlungen, Gespräche, Kommunikation. Also das ist zurzeit möglich, dass du Arzttermine hast und kümmerst um deinen Gesundheitszustand. Jupiter ist der große Glücksplanet und Planet der Gerechtigkeit. In griechischer Mythologie ist das Zeus, der Himmelsgott, bringt dir Glück im Augenblick und erweitert deinen Horizont, vergrößert dich auch, wenn du diese Transformation zurzeit wahrnimmst. Das sind diese alchemistischen Prozesse. Daran liegt dein Glück und so findest dein inneren Gleichgewicht, deine inneren Kraft. Venus ist die weibliche Liebesplanet. In der griechischen Mythologie ist es Aphrodite. Hast zurzeit Chancen in die Liebe-Partnerschaft. Saturn, die Lernaufgabe, Einfluss auf unserem Schicksal, steht im höchsten Punkt des Horoskopes wieder die Liebe. Ich habe gesagt, in deinem Horoskop steht Venus im Schütze, in den höchsten Punkt des Horoskopes und das ist schon die Richtung Liebe. Natürlich kann das auch Kunst und Kreativität auch bedeuten und Selbstständigkeit, aber in erster Linie handelt sich das um die Liebe und genau in diesem Bereich bewegt sich zurzeit Saturn, natürlich in diesem indischen Berechnung, Saturn im Schütze und das ist die Chancen zum Erkennen in die Liebe-Partnerschaft und brauchst Anerkennung, Ansehen, Respekt und du sollst diesen Respekt verlangen. Das ist die Lernaufgabe. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, wirkt zurzeit auf deine Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Und energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Geld zu gewinnen, ist wichtig, das Selbstwertgefühl. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, dann kommt das Geld nicht. Also immer umdenken, ich bin es wert, ich nehme das in Besitz,
das steht zu mir zu. Und das verbessert dadurch die Finanzen. Und diese Veränderungen hast du zurzeit. Ändert sich etwas in dein Selbstwertgefühl, deinen Wertschätzung und wie du das auch verlangst von anderen. Und energetisch hängt es mit den Finanzen zusammen. Also Veränderungen in Finanzen. Pluto ist das innere Kraft und Pluto verabschiedet von allem, was im Weg steht. So ähnlich wie diese Feuergöttin in indischer Mythologie. Also alles loslassen, alles beenden, trennen von allem, was Kraft raubt. Und so bleibt Pluto konzentriert in inneren Kraft, steht im höchsten Punkt dein Horoskopes zurzeit, also die Bewegung gerade im Schütze und das bedeutet, du brauchst Respekt, Anerkennung, das zu verlangen und die dir das nicht bieten, dann trenne von diesem Kontakten. Jetzt kommen die geheimen Toren. In diesem Horoskop gibt es 12 Lebensbereiche, 12 geheime Tore. Welche Tor öffnet sich zum einzelnen Lebensbereich? Dein Geburt, dein Selbst, dieser Aszendent. Wie dein Leben begonnen hat, das symbolisiert auch dein Selbst, das begleitet dich bis zu deinem Lebensende, wird von Formalhaut bestrahlt. Formalhaut ist eine von den königlichen Sternen, schon bei Antiken bekannt und bringt Kraft, bringt Glück und ein königlichen Auftreten. Und diese Formalhaut in Tierkreiszeichen Fischen, das ist das Maul des Fischen, aber bestimmt eine Himmelsrichtung und gilt auch für diesen königlichen Sternen, also hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Der nächste Lebensbereich ist die Werte, Wertschätzung und die Finanzen hat auch eine geheime Tor. Und diese geheime Tor bestrahlt Diphtar. Und dieser Diphtar ist ein Stern von Walfisch. Die Geschichte habe ich erzählt, wo Poseidon diesen Walfisch im Königreich gestickt hat, Cassiopeia, die prahlenden Königin, zu bestrafen. Und dieser Walfisch nahm dann die Königstochter Andromeda. Also dieser Stern Diphtar befindet sich in diesem Walfisch. Und das bedeutet zwanghafte Veränderungen, Befehl, also Einflüsse von außen, weil du das Gefühl hast, das ist so zwanghaft, also keine guten Einflüsse von außen. Und hier hast du die Aufgabe, auf deine Werte achten und auch auf deine Finanzen zu achten. Und wenn für dich das zwanghaft erscheint, oder jemand versucht, dir das zu befehlen, dass du sollst was zahlen oder geben, dann ist deine Aufgabe, dich zum Wehren. Der nächste Lebensbereich heißt Nachbarschaft, Verwandtschaft, die vertraute Umgebung, also wo du lebst, diese vertraute Umgebung und die Kontakt zu den Menschen. Hier wird von Charatan und Mesartim bestrahlt. Früher war hier der Frühlingspunkt. Und Frühlingspunkt symbolisiert einen Neuanfang. Und hier in diesem Bereich, wo dieser Neuanfang ist, wo früher dieser Frühlingspunkt war, befindet sich die goldene Tor, die Ekliptik. Die Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen. Und diese goldenen Tor, da fällt mir immer ein, diese Märchen von Frau Holle. Wir übergehen in diesem goldenen Tor bei jedem Neuanfang. Egal, ob das jetzt beruflicher Neuanfang ist oder ein Umzug oder eine neue Partnerschaft oder unsere Ideen umsetzen im Tat, wir starten ein Neuanfang. Und früher war hier der Frühlingspunkt und symbolisiert diese beiden Sterne, Charatan und Mesartim, die Neuanfänge. Und dieser goldene Tor besagt, die Richtung zu bestimmen. Sind wir
die Verlierer im Leben und oder sind wir die Gewinner im Leben. Das liegt an unserer Einstellung, das liegt an unserem Gedanken und das liegt auch an unseren Gefühlen. Wenn wir mit Problemen beschäftigen oder wir denken, oh, ich verliere sowieso oder ich schaffe das sowieso nicht, ich kann das eh nicht und da haben wir noch Zweifel und Angst. Mit dieser Einstellung bestimmen wir die Verliererrichtung. Das wäre die Pechmarie. Zurück zu dieser Märchenfrau-Rolle. Wenn wir aber überzeugt sind, ich habe das Kraft, ich schaffe das, das ist wunderbar, das ist meine Richtung, ich habe Ziele, ich werde von diesen Zielen mich nicht ablenken lassen, ich bleibe konzentriert und ich gehe in diesem Weg, ich glaube daran und ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich fühle mich so frei, glücklich, weil ich weiß, ich erreiche meine Ziele. Das ist ganz andere Richtung. Das ist die optimistische Haltung. Das ist die Richtung Goldmarie. Und hier in diesem Bereich entscheiden wir uns. Und diesem Sternen, diese beiden Sternen, dieser Frühlingspunkt, wirkt in deiner vertrauten Umgebung. Also überprüfe, welche Menschen stärken dich und sagen zu dir, das schaffst du alles, das ist wunderbar, du erreichst deine Ziele. Und welche Menschen sind in deiner Umgebung, wo sie sagen, ja, hör doch auf damit, das klappt sowieso nicht, ja, spinnst du. Dann trenne von diesem Menschen, weil das kann auch ein Stolperstein sein im Leben. Dann die nächsten Lebensbereiche sind auch Toren, aber keinen direkten Einfluss von einem bestimmten Stern. Die nächste, wo wirklich wieder ein Einfluss kommt, ein direkter Einfluss, weil die Tor bestrahlt, das wäre dein Alltag zu bewältigen. Und auch dein Gesundheitszustand, dieser Tor wird von Algenubi bestrahlt. Und diese Algenubi befindet sich im Sternbild Löwe, das ist der Kopf der Löwe. Und das heißt, mit anderen Worten, wenn du deinen Alltag meistern möchtest und möchtest gesund bleiben, dann setz deinen eigenen Gedanken um. Und die nächste Tor, wo wieder Einfluss ist, das ist die Tor zum Ausland. Aber diese große Reise können auch inneren Reise sein, Lebenserfahrungen sammeln. Prinzeps bestrahlt diesem Tor und öffnet den Bereich Ausland oder große Reisen. Und dieser Stern vermittelt Wohlstand, beschützt zu werden oder du beschützt jemand. Der höchste Punkt des Horoskops, was überhaupt erreichen kann, wo man Anerkennung bekommt und Ansehen, wird von Akrab bestrahlt. Und dieser Akrab ist der Stirn des Skorpion. Dieser höchste Punkt ist zwar die Tierkreiszeichen Schütze, aber bestrahlt wird von Akrab und das ist die Stirn des Skorpions. Diese Sternbilder verschmelzen sie sich miteinander und das bedeutet im indischen Astrologie die dritte Auge. Die dritte Auge, das heißt, das Licht in unserem Inneren suchen oder diese Begabung, diese hellseherische Begabung oder einen spirituellen Weg. Im Bereich Freundeskreis, Bekanntenkreis oder etwas organisieren oder in einer Gruppe Mitglied zu sein, wie ein Sportverein oder Partei oder mit gleichgesinnten Menschen kontaktieren, in Verbindung zu sein, diesem Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor und diesem Tor wird von Polis bestrahlt und das bedeutet Erfolg, das ist ein Glücksstern und gibt dir auch Macht. Also du kannst da etwas bewirken, etwas Gutes zu bewirken und spürst auch deine Kraft, deine Macht und bringt dir Erfolg und Glück und zeigt diesem Stern spirituelle Interesse. Liebe Etaisira, das war diese Aufnahme
diese Videoaufnahme für indischen Horoskop-Deutung. Und ich möchte mich bedanken nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.